Mein Prank als Mädchen ist einfach mal komplett eskaliert. Ich wollte eigentlich nur Items von allen anderen ergattern, aber auf einmal ist das alles außer Ruder gelaufen. Kannst du all meine Sachen haben? Ich werde dir irgendwie aufgeben. Wie das Ganze passiert ist und wie es ausgeartet ist, siehst du in diesem Video. Denn es ist einfach zu viel passiert. Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder am Start auf der YouTuber-Insel, aber ich bin jetzt heute kein Huhn, sondern... Ich habe den Plan, alle als Mädchen zu pranken heute. Ja, ich würde mal sagen, damit es auch ein bisschen Sinn ergibt, dass ich jetzt auf einmal hier bin, gehe ich erstmal zu Moody, weil Moody ist da. Und ich würde dann mal alle pranken. Und das hier ist meine heutige Stimme. Und jetzt gucke ich mal, ob ich Moody hier direkt finde. Das wird so geil. Hallo, Leute. Mann, das hätte ich nicht schöner bauen können. So. Oh, 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 wow. Hallo? Hey, warte mal. Hallo? Wer bist du denn? Achtung, Achtung. Bist du? Hey! Oh. Hä? Hä? Moment mal. Warte, du bist, glaube ich, Moni, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich bin Moni. Und wer bist du? Ich bin Chantal. Ich bin ganz neu auf der Insel. Chantal? Ich habe mich hier ein bisschen draufgehackt, weil ich wollte unbedingt ein Teil der Insel sein. Hey, Chantal, Mann! Ich habe alles gehört! Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was machst du auf der Insel? Nein, genau, ich... Genau, wer bist du überhaupt, Moni, alles gut, wir klären das, Moni. Ey, ich bin einfach ein toller Fan von den Höllenkriegern und du bist Timmy und ich will einfach einer von euch sein. Moni, kennst du die? Ist das deine beste Freundin? Sag ich, nein, ich kenne die nicht. Wir hatten gerade das Gesprächsthema, dass Jungs cooler sind als Mädchen, Alter. Warte, was? Was sagt ihr Mädchen dazu, ha? Das kann so nicht weitergehen, Moni. Ja, wir sind besser als ihr. Was? Nein. Mädchen sind niemals besser. Ja. Ihr könnt gar nichts, ey. Außer gut aussehen natürlich. Aber sonst könnt ihr nichts, ey. Wartet mal, Leute. Habt ihr das eigentlich schon mitbekommen? Beim Alpha City Tower ist so ein komisches Labyrinth. Ey, Leute, es tut mir wirklich so leid. Ihr schafft das? Nein, ich schaff das nicht, Mann. Ich schaff das. Ich seid zu schlecht. Ihr seid voll schlecht. Ich krieg das nicht. Doch, klar schaffen wir das. Wir schaffen alles. Wir haben nämlich Girls Power. Girls Power, was soll das denn sein? Was ist denn, Mann? Girlie Power. Ja, na, dann zeig Girls mal deine Power. Girlie Power. Dann lass uns mal da hingehen. Und das erste Match haben wir, nämlich bei den Kakteen, Leute. Auf geht's! Oh, ey, was mache ich hier? Aber die checken das auch nicht, dass ich das bin. Das ist so geil. Warte, da muss ich meine Rüstung anziehen. Ganz klein, Bobby. Ja, dann zieh mal deine Rüstung an. Wann hast du Rüstung? Du bist doch neu hier. Das geht ja doch gar wer nicht. Hat dir die Rüstung gegeben? Ich habe ein paar Geschenke erhalten. Der hat so eine Kiste mir gegeben und der hat so Null im Gesicht. Ich weiß nicht, wer ist das? Warte mal. Hä? Weißt du etwas darüber, was eigentlich in dem Ei ist? Kannst du mir darüber was sagen? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Von wem ist das denn? Weiß ich nicht, von wem das ist. Aber ich sag's mal so. Kiro hat das gelegt. Oh, ja, genau. Kiros Ei ist das. Stimmt. Okay, ist der böse? Nee, der ist gut. Das ist der Gute hier. Oh, cool. Weißt du? Wenn du willst, dann kann ich dich mit ihm bekannt machen. Der wird sich bestimmt freuen. Das wäre toll. Ey, ich finde das so krass, dass die nichts checken, Leute. Das ist so crazy. Jetzt bin ich dran. Punkt holen. Ich bin gespannt, ob du kriegst ich das hin, das. Oder? Okay. Du schaffst das. Hey, der hat schon Hits bekommen. Jetzt bin ich schon da. Nein. Oh mein Gott. Warum seid ihr so gemein? Wieso brennst du jetzt? Ihr habt einen Hit bekommen. Wenn du das hast, nicht abbauen. Los, komm da durch jetzt. Ich komm durch. Nein, ihr habt einen Hit bekommen. Mann, das ist voll unfair. Ah, ich brenne. Das habe ich genau gesehen. Ich brenne, Hilfe. Das war ein Hit, ey. Ja, aber es war ein Hit, ey. Also, ich sag's mal so. Du bist so gemein. Ich hab doch gar nichts für die Jungs, Leute. Let's go. Okay, gegen wen willst du kämpfen? Mädchen. Gegen Beule. Beule hat sich entschieden. Beule. Okay, aber ihr dürft nur in diesen Bereichen kämpfen und bis zum Totem, falls ihr keinen Totem hast. Ja, hast du einen Totem? Ich hab kein Totem. Gib Beule ein Totem, das ist fair. Du repräsentierst die Jungs, ey. Beule. Yes, Power. Okay, 3, 2, 1, Angriff. Komm schon. Ja, oh los, Gott, yeah. Oh mein Gott, sogar mit Kaktus, ey. Alter, die spielen richtig eklig. Gut so. Alter. Ey. Boah, wenn das Mädchen gewinnt, dann ist echt vorbei, ne? Warte, was passiert? Oh, ja, gut. Du schlägst dir die ganze Zeit, das machst du ja schon. Ich hab ihn besiegt. Oh mein Gott! Oh, Freunde, was war das, Alter? Yes, Power! Oh, was ist das für ein Noob, ey? Leute, guckt ihr euch an. Woher hat ihr überhaupt diese krasse Rüstung? Irgendwas ist daran. Okay, das war mein chantalisches Schwert. Das ist so gut. Auch zu dich, Mädchen. Okay, bis Totem. Ja, bis Totem, Ei. Genau so sieht's aus. Leute, ich mach das für euch. Ist kein Problem. Die Jungs sind eh viel besser. Los geht's. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, los. Ich werde dich fertig machen. 3, 2, 1, los.
Los, Junge! Bam, bam, Schlag bam. Sie doch nicht, Mann, du Schummler! Ich hitte sie! Ich mach Stupi, die alle! Halt dich raus, endlich! Gar nichts tut weh, ey! Du bist einfach nur schlecht, ey! Los, lass weiterkämpfen! Oh nein! Es bis zum Totem, ey! Bis Totem! Bis Totem! Ja? Wie viel Leben hast du noch, Chantal? Ich hab doch genug! Und wie viel du? Ich hab auch noch genug, ja? Ich muss nur noch Karotten essen, dann habe ich wieder mehr Leben. Guck mal hier, ich esse wieder ein bisschen Karotten. Yum, 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 yum. Hm. Ich krieg dich down. Ich krieg dich down. Oh, du kriegst mich so viel kannst du nicht mehr haben. Oh nein! Ja, Mann, let's go! Ey Leute, aber warte mal. Die checken wirklich gar nichts, Freunde. Ey, lass bitte ein Like dafür da, dass ich die einfach sowas von breake als Chantal. Guckt mich an. Ich hab den schlechtesten Skin überhaupt rausgesucht, Alter. Also ich hab schon mal alle Höllenkrieger mit diesem Jungs-gegen-Mädchen-Ding komplett überzeugt, dass ich Chantal das süße Mädchen bin. Ich bin dann durch Alpha Town gelaufen und plötzlich ist etwas sehr Komisches passiert. Mal. Wer kommt da? Oh mein Gott. Zwei Herzen. Das ist kein guter Start, ich muss das tun. Natürlich cool. Beule, was machst du? Hallo, yes, nee, warte, wie hieß du nochmal? Ich bin Chantal. Ich weiß das natürlich. Ah ja, Chantal, genau, ja, meinst du. Warte mal. Hey, was ist los, Beule? Ich hab ein richtig gutes Picknick für dich vorbereitet. Willst du nicht mitkommen? Ich meine, so Höllenkrieger-Treffen. Ich meine, Picknick. Ich bin ja einer der coolsten Leute hier im Höllenkrieger, klar. Hast du vielleicht ein Einladungsgeschenk für mich? Ein Einladungsgeschenk? Warte mal, vielleicht. Ja. Irgendwas Goldäpfel oder sowas oder Smaragde oder Diamanten. Ja, hier, guck mal. Ja. Oh, aber eins bringt mir davon nichts. Ich brauch davon vier Stück. Ja, nee, so viele habe ich nicht. Glaubst du, ich bin so reich? Okay. Ja, okay. Ja, guck, ja, guck mal, das ist doch schon mal ganz gut. Okay. Ja, okay, wo geht's zum Picknick? Date? Treffen. Ich dachte, du lädst mich einfach rein. Ja, genau, das meinte ich. Ja, genau, ja, ja. Okay, das ist da oben auf einem Berg. Warte mal, hast du eine Elytra? Doch, du hast eine Elytra. Du hattest auch vorhin eine Elytra hier. Oh Mann, okay, ich glaube, es lag. Okay, Leute, ich bin gerade irgendwie überfordert. Hat sich Beule in Chantal verliebt oder was? Ich glaube, dem geht's gar nicht gut. Snoopy wartet hier. Oh, okay. Oh mein Gott, was passiert? Ja, okay. Chantal, guck mal, ich habe uns hier sogar so einen professionellen Service-Menü machen. Hallo, Snoopy. Ja. Guten Tag, meine Lieben. Damen und Herren, das ist ein Herr und das ist ein Anibot. Also, willkommen hier beim Restaurant der Les Snoopy. Oh, warte mal, Freunde, ich bin wieder da. Ich musste mir kurz einen Anzug besorgen. Wow, du siehst fast aus wie Snoopy. Ich sehe besser aus als Snoopy, was soll das heißen? Also, meine lieben Damen und Herren, ja? Was wollen Sie denn schon essen hier? Was willst du essen? Steak. Ein liebes Steakchen, ja? Okay, also, ich habe zwei verschiedene Steakarten. Einmal das hier und das hier, ja? Nein, gib mir das jetzt wieder. Warte, hör auf, sie zu schlagen, Mann. Ja, das, okay. Das kannst du nicht tun. Ey. Oh, Beule, du bist so stark. Ich glaube, es sagt bei dir. Ja, ich bin voll stark. Warte, ich weiß. Hallo, ich habe mich nicht bemerkt. Jetzt muss gegessen werden, Mann. Sie bringen mich langsam zu Weißglut. Warum schneit Snoopy so? Ich weiß nicht. Er macht mir voll Angst, Beule, tu was! Oh nein. Wieso machst du ihr Angst? Okay, weißt du was? Du darfst dir keine Angst machen, Mann! Ah. Ey! Was ist das? Ja. Guck mal kurz weg. Komm, ich kann das nicht. Darunter. Nein, schlag sie doch nicht. Au. Ich muss nicht. So tun, als hätte ich dich besiegt. Ah, Totem. Ich kann euch hören. Ich kann euch hören. Gut. Komm, wir bekommen das einfach. So. Okay, ich werde dich beschützen. Warte, wo ist jetzt? Ich werde dich beschützen, Mann. Oh, du wirst mich gegen tun können. Oh, Mann, Snoopy. Wow, du bist so ein Mann. Du bist so stark. Ja, Mann. Ey, guck mal, ich bin so ein guter Beschützer. Okay, komm, setz dich mal. Oh, Leute, es wird schon schön romantisch. Okay, das ist jetzt meine Chance, abzuhauen. Das ist mir ein bisschen zu unangenehm, Alter. Ich hab Beule erst gestern rekrutiert. Warte mal, ich schieß da mal kurz mit Pfeil und Bogen runter. Ich hab ihn
Nachdem das mit Beule vorbei war, haben irgendwie Snoopy und Beule die Rollen getauscht. Hier, na klar. Ein hier ein bisschen Goldäpfel, hier ein bisschen Tiers. Ja, na klar, ich das für dich. Ey, das ist doch kein Problem. Okay, da gehe ich voll gerne mit dir in das Restaurant. Du hast mich mit deiner Persönlichkeit jetzt voll überzeugt. Ja, ich bin reich, weißt du? Ich bin der Reichste hier auf der ganzen Insel. Ja, bist du. Guck mal, da wartet sogar schon der Kellner, ja? Oh, der ist wow, ich habe hier alles vorbereitet. Hey Leute, willkommen. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? Unter Chantal und Snoopy. Also wir sind natürlich im... Darunter haben wir keine Plätze. Sorry, heute ist reserviert für andere Menschen. Warte, hier, ein paar Plätze, ein paar Plätze. Ah, okay, ja, okay. Oh. Okay. Du bist ich so reich und so stark, Snoopy. Ja, ich weiß. Ich will grinnen. Chantal, ich habe Geschenke. Geschenke. Oh, Geschenke. Ja, guck mal, das ist eine Rose. Hier, also das ist Rosenfarbstoff. Das ist Farbstoff. Und hier, bitteschön. Ich habe jetzt was ganz Besonderes für dich, damit du dich natürlich wehren kannst. Hier, bitteschön. Oh, ein Diamantharnisch. Aber in dem Moment, wo es dann wirklich komplett eskaliert und zu weit gegangen ist, ist, als Timmy dann plötzlich mit mir ein Date hatte, sozusagen, und Mooney das rausgefunden hat. Hey, Chantal, sag mal, was machst du denn hier? Hä? Ich hab euch ein bisschen verfolgt. Wieso verfolgst du uns? Was ist denn los mit dir? Bist jetzt weil ihr so cool seid und so viele Muskeln habt. Ja, kann hier ungestört sein. Ja, lass hier hingehen. Ja, hier wird uns keiner vermuten. Ja, Shanti, also guck mal. Du siehst ja diese Weiden hier und so, ne? Und ich sag dir ehrlich, die einzige Weide steht vor mir, weil du bist eine richtige Augenweide. Oh, Timmy. Ja, ich weiß. Ich bin schon ein Macher. Du warst mich ganz rot. Ich weiß, alles gut. Du hast so schöne grüne Augen, so schön wie das grüne Meer, verstehst du? Da kann man sich auch mal versinken da drin, ja? Ja, wir sind gekommen, nachdem ich mich in Smaragden verschaut habe. Oh, ich verstehe. Du magst materielle Dinge, ja? Ja. Sag's mal so, stille Gewässer sind tief, weißt du? Und ja, und die hier bewegen sich. Genau, und deswegen ist das nicht tief. Aber deine Liebe ist bestimmt sehr, sehr tief und sehr tiefgründig, weißt du? Ja. Ich glaube, du bist eine sehr gute Frau, ja? Oh. Aber du müsstest dich mit meiner anderen Frau, anfreunden. Dann kann da vielleicht was draus werden, weil ich kann Mooney nicht im Stich lassen. Das geht nicht. Ich glaube, das schaffe ich. Hast du mein Video gesehen von gestern? Ja, habe ich. Und, was soll das? Ey, warte, ich kann das erklären. Du bist Schrüger. Nein, das ist nicht das, wonach es aussieht. Guck mal, da kam ein neues Mädchen auf die YouTuber-Insel und die wollte sich an einen Höllkrieger ranmachen. Und all meine Höllkrieger-Freunde meinten so, ja, die ist voll cool und so, ich will mit dir zusammen sein. Und ich sag dir ehrlich, irgendwas stimmt bei der nicht. Und deswegen wollte ich die einfach nur testen und ich würde dich niemals verlassen, Mooney. Ehrlich, ich habe sogar Karotten mitgebracht und ganz viel hier. Ich habe auch das mitgebracht. Ich liebe dich. Karotten kannst du behalten. Was? Nein! Nein, bitte verlass mich jetzt nicht. Bitte nicht, Almuni, wir sind doch. Du warst mit dir auf ein Date! Nein, das war kein Date, das war ein. Doch, ein, klar! Das war ein Test, genau, ein soziales Experiment. Ich wollte wissen, wer das wirklich ist und was dem Schöne führt. Ich als Höllenkrieger muss auch manchmal Dinge tun, die vielleicht gegen unsere Prinzipien sprechen. Und ja, es tut mir leid, dass das so rübergekommen ist, aber ich würde dich niemals im Stich lassen. Ehrlich, Mooney, das musst du mir glauben, wirklich. Wenn ich die Wahl hätte zwischen dir und diesem komischen, was weiß ich, was das ist, dann würde ich natürlich das dich nehmen. Ist 100%. Ich würde dich... Wie, du nimmst sie? Ja, wer bist du denn, hä? Du bist seit 3 Tagen da, denkst du, ich verlasse meine Frau oder was? Du hast genau das, was du gerade zu Mooney gesagt hast, das hast du auch mir schon gesagt. Was hast du gemacht? Nein, das hab ich nicht. Ey, hör zu. Nein. Hey, hab ich nicht. Leute, beruhigt euch. Mann, du bist so ein schlimmer Finger. Das stimmt nicht. Ehrlich, Mooney, ich kämpf sogar ohne Ausrüstung für dich. Ich würde alles liegen lassen. Ich liebe nur dich. Keine Ahnung, was die von mir will. Die ist komplett durch, Mann. Die führt irgendwas in Schöne. Die ist ein Spion, genau. Ein Spion ist... Die Wahrheit spricht gegen dich, Timmy. Von den Schattennoobs oder Krümelmonster oder so. Ich sag dir ehrlich... Du Monster, das war alles im Plan von dir. Du stehst vor Gericht. Du bist ein Monster. Ja, richtig. Girls Power. Nein, nicht Girls Power. Ich dachte, Pink und Pink gehört zusammen. Ehrlich, ich...
Nein, Girls und Girls gehören immer zusammen. Ich wollte das so viel Girls support Girls. Ehrlich, Moni. Du bist ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Es tut mir doch leid, Moni. Ich liebe dich über alles. Ich verschwinde und lass uns in Ruhe. Dir. Alles gut, ey. Hört auf. Lass mich in Ruhe. Ich sterbe gleich. Das war's mit uns. Ey, was macht ihr denn? Hör auf, ich sterbe. Ah, nein. Ich habe nur noch zwei Herzen. Hör auf. Oh mein Gott. Moni, komm einfach zu den Höllen. Ein gebrochenes Herz wird dich besiegen. Oh, komm. Oh mein Gott, das war echt stark. Ich sag dir ehrlich, ich hab Gänsehaut bekommen. Aber hör mir zu. Komm einfach zu den Höllenkrieger-Base, okay? Wir können da klären. Ich hab da was vorbereitet für dich. Alles wird gut. Ich kann das klären, ehrlich. Komm einfach zu Höllenkrieger-Base. Ich muss los, ey. Das geht so nicht. Du bist auch eine Verräterin. Wieso denn? Du warst auf einem Date mit ihm. Warum machst du das? Er hat gesagt, er wollte einfach unbedingt. Er hat mir auch gesagt, er hat eine Frau und alles drum und dran, aber... Er hat mir auch das Gefühl vermittelt, dass es okay für dich ist. Hey! Und wir sollen uns anfreunden, hat er gesagt. Stehen bleiben! Was ist jetzt? Warte mal, ganz ehrlich, wer bist du denn? Ich bin Chantal. Chantal bist du also? Ich bin das neue Mädchen auf der YouTube. Oh, Muni, erzähl, hast du gerade Probleme mit der? Ja. Wer ist das? Was will die? Was will die? Was hat sie getan? Probleme. Die war mit Timmy auf dem Date. Sie hat dich mit Timmy betrogen? Nee. Ja, ist okay. Shanti hat mich sehr gefreut. Kannst jetzt weggehen. Ciao. Pass auf dich auf. Auch rein. Und ciao. Okay. Moni, komm dann, okay? Warte mal. Hä? Shanti? Was machst du denn hier, Alter? Nein. Ey, ich sag dir ehrlich, Shanti. Du hast das alles geplant, ey. Du bist ein ganz schlimmer, ey. Wo ist Moni? Wo hast du Moni stecken lassen, hä? Die ist gerade dabei, alles Kianis zu petzen. Was? Muss sie doch abholen, oder nicht? Moni würde das niemals machen. Und weißt du was? Ey, ich sag dir ehrlich, Chantal, ich wollte dich niemals. Hier, die beiden wollten dich haben. Du kannst dich drum streiten, ob die dich haben wollen. Okay, stopp. Hä? Ich muss den Prank jetzt hier auflösen. Alter, Jungs, ich bin's, Giro Mann. Giro her? Giro, Stimme, ich höre Giro irgendwo. Giro. Ich bin, Chantal ist Giro, ist gleich Giro. Ich bin Chantal. Ich hab euch geprankt die ganze Zeit, aber es ist jetzt komplett ausgeartet. Blöder Giro, Junge. Ich sag dir, Mann, es tut mir leid. Es tut mir leid, Alter. Du hast kaputt gemacht, Alter. Es tut mir leid, Jungs. Stopp. Oh mein Gott. Alter, ich war mit dir auf dem Date, Alter, mit dir, Giro. Stopp, Jungs. Nein, aber wir haben jetzt, hört mir zu, wir haben wirklich wichtige Probleme. Ich muss dir auch was sagen, okay? Nein, es ist wichtiger, was ich gerade zu sagen habe. Und zwar Moni sagt gerade alles, Kianis und den Schattenkrieger, alles wie unserer Base drum und dran. Ist das dein Ernst? Moni hat mir auch gerade geschrieben, ich soll sie abholen. Ich kann sie auch abholen. Wir stellen denen einfach eine Falle. Nein, ich stelle doch meine eigene Frau keine Falle. Bist du blöd oder was? Nein, Kianis natürlich eine Falle. Nicht deiner Frau, nicht Moni, aber okay, Kianis. Aber denkst du, dass Moni das mitmacht, dass sie auch Kianis so eine Falle stellen würde? Denkst du, sie ist noch auf meiner Seite? Du musst mit ihr reden, Alter. Ich will nicht. Sie nicht verlieren, Junge. Wenn ich sie verliere, bin ich noch viel mehr wütender, Alter. Ich schreib ihr schnell, dass ich komme. Junge, Moni war wie das Yin und Yang bei mir, Alter. Ich war Yin und sie war Yang, verstehst du es, Alter? Und ich war die Mitte. Junge, du warst das Wasser, was uns zusammenhalten gehalten hat. Mit okay, aber macht euch bereit, wenn Snoopy wieder da ist, ich hol sie jetzt. Und gesagt und getan. Okay, Moni. Aber sag mal, hör mir zu, red mit Timmy. Es gibt da was ich dir erzählen muss und du musst mir wirklich vertrauen. Hast du noch ein bisschen Vertrauen in mir? Nee. Nicht mal so ein bisschen, ehrlich. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Das. Doch, klar. Was ist denn hier jetzt los, Alter? Hä? Wir werden angegriffen. Oh. Warte mal. Warum sind die hier? Warte mal. Komm mit. Moni, komm mit. Komm mit. Moni, komm mit. Wir müssen jetzt einfach dahin, ist egal. Wir müssen dahin. Janis, du bist so eklig, Alter. Du versuchst die ganze Zeit Fitner zwischen mir und meiner Frau zu machen. Ich bin ekelhaft. Ja, ich bin ekelig. Du weißt, du hast gesagt, dass ich fremdgegangen bin. Ich bin nicht fremdgegangen, Junge. Du bist fremdgegangen. Nein. Ja, du lässt dich von Janis nur beeinflussen, ey. Was denn von mir? Deine Ex kam hier extra in ihr Haus rein und hat dir das gesagt. Was glaubst du für eine Kacke, Mann? Bro, okay, weißt du was? Okay, Shanti. Klär mal auf, wer wirklich Shanti ist. Reicht mir langsam, ey. Weil der checkt das anscheinend nicht mal. Ja, er sollte schon mittlerweile geschnallt haben, blöd, wer ich bin. Mann. Das ist nämlich gar nicht Shanti. Und weißt du was? Ja, und weißt du was? Du wolltest einfach nur herausfinden, ne, wo unsere Base ist, Kianis. Und das hast du jetzt erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Du hast Moni manipuliert. Super. Ganz toll. Du hast meine Frau manipuliert. Du hast meine Base herausgefunden. Du kannst stolz auf dich sein, Alter. Du hast endlich mal was gerissen im Leben, Junge. Es reicht mir jetzt mit dir, Mann.
Niemand fasst meine Frau an. Und niemand stellt sich in der Liebe zwischen mir und ihr, Alter. Und wenn du das nicht checkst, Alter, richtig, dann gibt's richtig Ärger. Auch wenn du ein Bruder bist, ist mir egal, Alter. Ich werde dich fertig machen. Ja, ich liebe Moni und Moni und ich gehören zusammen, Alter. Sie ist eine Königin und sie wird regieren, Alter. Und sie wird es nur gut gehen. Ja. Und du bist ein Blödmann, Alter. Du willst wirklich wissen, wie wichtig mir das mit dir ist? Du willst wirklich wissen, wie? Ich werde dir sagen, wie wichtig mir das mit dir ist. Wenn du mich verlässt, dann kannst du all meine Sachen haben. Ich werde dir Höhenkrieger aufgeben. Das war's. Es ist vorbei. Ja. Was? Es ist vorbei, Moni. Bekomme ich auch was, Tibi? Du hast gewonnen. Nimm einfach alles. Guck mal, wie Kian es gerade triumphiert hat mit ja so. Ja, das ist genau, was er wollte. Nein. Moni, denk doch mal nach. Moni, denk wirklich nach. Du hast gewonnen. Mir ist richtig viel an Moni. Und wenn ich Moni nicht hab, Alter, will ich niemanden haben, Alter. Dann entweder werde ich dann richtig unkontrolliert sauer oder das war's. Aber so wie es aussieht, war's das. Und das war echt eine schöne Zeit mit dem Moni. Und ja, mit euch auch, Höllenkriegern. Das war echt cool, Mann. Ich weiß. Nein, Tibi, das kannst du nicht machen. Tibi, wir brauchen dich. Nein. Nimm deine Sachen und mach dein Ding ohne mich. Hä? Leute, ich werde jetzt reinspringen. Ich sag euch ehrlich. Moni, ich spring mit dir. Darf ich noch ein paar Worte sagen? Ja, versuch dein Glück. Ja, versuch dein Glück. Also, überwiegend, ja, scheiß mal auf alles hier. Ja, ich war die Person, die das Ganze überhaupt ausgelöst hat. Ich wollte einen Prank machen. Timmy wollte einfach nur, ja, wir haben da ein bisschen darüber geredet gehabt. Loyalität zwischen denen, ob die sich zusammenreißen können. Es ist ein bisschen aus dem Ruder geraten. Es sind falsche Informationen durchgerutscht. Vor allem, wenn du die Informationen von Kianis und Zetastix hast. Hinterfrag das lieber doch mal. Also geh wirklich in dich. Aber von mir, ja, von mir als rechte Hand von Timmy, als Höllenkrieger nachkommen. Tut es mir am meisten leid. Ich wollte nie, dass Missverständnisse zustande kommen. Das stimmt. Niemals. Okay, so jetzt, wo ich es höre, bin ich auch ehrlich, Moni. Es tut mir leid für alles, was ich getan habe. Und ich war auch wirklich, okay? Stark. Königin Moni. Moni, die Königin. Darf ich auch? Moni, es tut mir leid, dass ich das Schwein genannt habe. Hä? Aber ich kann alles dafür, wenn diese Aussicht ist. Ey Leute, ich wollte wirklich nicht, dass sowas extrem krasses passiert. Tibi wollte einfach die Höllenkrieger schon auflösen deswegen. Und da bin ich auf jeden Fall nochmal gut weggekommen, was das betrifft. Wenn euch das trotzdem gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Lasst ein Abo da. Ansonsten, tschüss!